Wenn sich im späten Juni die Berghänge der Region wieder rosa färben, ist es Zeit für das traditionelle Fest zur Almrauschblüte auf der Reitalm. Und so strömten auch heuer wieder unzählige Besucherinnen und Besucher aus nah und fern auf den Berg, um dem vielfältigen Programm im malerischen Ambiente beizuwohnen. Wir haben wieder ein super Rahmenprogramm heute hier bei uns auf der Reitalm. Das Highlight sicherlich zu Beginn immer unser ökumenischer Gottesdienst, Berggottesdienst, der sehr, sehr gut angenommen wird und bei den Gästen sehr beliebt ist. Und im Anschluss verwöhnen unsere Hüttenwirte kulinarisch die Reitalmhütte und die Eiskerhütte. Und nachdem die Gasselhöhütte ja heuer neu umgebaut wird, hat uns die Freiwillige Feuerwehr Bichl-Mandling ausgeholfen, die wir direkt bei der Bergstation ausschenken und für das kulinarische Wohl unserer Gäste sorgen. Natürlich ein Rahmenprogramm, die Bichler Bläser sind hier wieder, unser Bläserquartett, was unterhält, und natürlich auch die Ramsauer Plattler, da sind wir sehr stolz drauf, die werden auf allen kulinarischen Verwöhnstationen auch auftreten, und ein Bundesrahmenprogramm für Kinder, die Kinderhüpfburg, da wird es den ganzen Tag nicht fad und eine gute Unterhaltung ist für jeden geboten. Den Auftakt zum Fest der Almroschblüte bildet bekanntlich der ökumenische Berggottesdienst, der vor der traumhaften Kulisse des Reitalmsees stattfindet. Dort erwartet die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auch heuer wieder eine tolle Predigt mit musikalischer Begleitung. Es ist wunderbar, in ökumenischer Zweisamkeit hier einen Gottesdienst zu feiern. Es sind ganz viele Menschen auch von den Ortschaften im Tal heraufgekommen. Und das freut mich besonders, wenn aus der Forstau, wenn aus Pichl, wenn aus Mandling Menschen hier sind, die mit Menschen aus allen Bundesländern und darüber hinaus hier Gott loben und preisen. Das Schöne ist, dass wir hier in der Schöpfung etwas erahnen von der Größe Gottes, und durch das Kreuzzeichen werden wir aber auf den hingewiesen, durch den sich der lebendige Gott uns ganz persönlich offenbart hat, nämlich auf Jesus Christus. Lässt man die Blicke durch die herrliche Naturlandschaft des Reitalmsees schweifen, wundert es nicht, dass die Bergmesse die Herzen der Besucher höher schlagen lässt. Na, es ist wirklich ein Erlebnis, diese herrliche Bergwelt, und auch die Messe war wunderbar. Die war wunderschön, diese Kombination von den katholischen und evangelischen ist begrüßenswert. Das Fest zur Almrauschblüte steht unter dem Stern des Miteinanders. So sorgten die Hütten Reiteralm und Eiskar sowie Verpflegungsstände der Feuerwehr Mandling für die perfekte Bewirtung. Live-Musik und die flotten Einlagen der heimischen Plattlergruppe aus Ramsau am Dachstein sorgten für beste Stimmung unter den Gästen. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Musik und Tanz über Kinderschminken, Befahren der Junior Trails bis hin zum XL-Jump für Kinder reichte, begeisterte man wieder einmal alle Fans und Gäste des bekannten Festes. Wir sind das erste Mal da, wir kommen aus der Südsteiermark, Bezirk der Stansberg. Uns gefällt es sehr gut, vor allem die Messe war sehr schön. Volksfest in luftiger Höhe sozusagen, also Musik und Schuhplatteln und ein schönes Bier dazu und ein toller Ausblick. Genau, wir waren vor Jahren schon mal hier als Urlauber, aber nicht zum Almrausch, und sind diesmal hier besonders deshalb hergekommen und finden eigentlich ganz toll, dass man hier hochfahren kann, sich frei entfalten kann, Freiheit genießen kann. Das Fest zur Almrauschblüte lockte auch heuer wieder Gäste und Einheimische gleichermaßen und begeisterte mit dem breiten und vielfältigen Programm, das die Veranstaltung so populär und einzigartig macht. Thank you.